So, Leute, da bin ich auf mich schon wieder zurück mit einem kleinen Infovideo und wahrscheinlich auch Aufgabenvideo. Nämlich, wie ihr seht, ich habe hier was Schönes in der Hand und das ist die neue Waffe, der Wiederverwerter. Der macht, wenn wir es gerade mal gucken, zack, auf Gegenständen macht er 50 Schaden und auf Gegnern, ich habe es eben ausprobiert, 75 Schaden. Ich vermute mal, dass die Aufgabe morgen schon kommen wird, dass wir damit Schaden machen müssen. Und beim Gegner selber macht er halt in Anführungszeichen nur 75 Schaden. Aber immer noch mehr als mit dem Bogen. Und ihr seht, wir können mit dem alles schön aufsaugen. Und jetzt haben wir nämlich wieder zwei Munition, weil die Waffe an sich hat nämlich nur drei Schuss. Was natürlich eigentlich zum Problem wird, aber in Gruppenkeile easy machbar. Ihr seht, jetzt habe ich drei Schuss. Jetzt suchen wir uns mal einen Gegner. Weil bis jetzt getötet habe ich damit noch keinen. Ich weiß auch nicht, ob wir damit vielleicht sogar eine neue Stempelkarte reinbekommen haben. Deshalb einfach mal ein bisschen ausprobieren. Wenn ich die Aufgabe aber als geheime Mission hochlade, dann werdet ihr es definitiv erfahren. Das ist jetzt einfach nur ein bisschen mal zum Kennenlernen, wie die Waffe an sich ist. Also ich sage ganz ehrlich, in Gruppenkeile ganz lustig, aber im normalen Solo-Modus in meinen Augen nicht zu gebrauchen. Ah, komm, kriegen wir ihn. Ah, er muss natürlich die RPG auspacken. Aber war ja klar. Das ist auch so eine Rotzwaffe. Sorry für den Ausdruck. Aber die ist einfach nur nervig. So, mal gucken, ob wir bei ihm Schaden machen können. Was hat er denn vor? 360 mit dem Dings? Die ist auch so ungenau, die Waffe. Da habt ihr gesehen, 75 Schaden, einen Kill. Mal gucken, ob die Aufgabe vorkommt in den normalen Aufgaben. Aber ich denke eher noch nicht. Ich schätze mal, wenn erst ab morgen, wenn die normalen Aufgaben, Wochenaufgaben wieder reinkommen. Oder halt erst nächste Woche. Weil ich schätze mal, damit müssen wir auch Kills machen. Aber ich muss dabei sagen, mit dem Eierwerfer mussten wir auch keine Kills machen. Also, es ist halt einfach nur eine Vermutung. Und ich persönlich feiere die Waffe halt überhaupt nicht. Hier das Aufsaugen ist ganz einfach. Auf L1 pro Gegenstand kriegt ihr halt eine Munition wieder zurück. Ihr seht. Man muss wirklich komplett abbauen, damit man was bekommt. Zack, da haben wir den zweiten bekommen. Und die Reichweite. Ja, die Reichweite ist, glaube ich, ganz okay, oder? Ja, die Reichweite ist definitiv. Okay, wenn du damit einen Longshot hinkriegst, Brustmahlzeit. Warte mal gucken, ob wir bis da oben hinkommen. Na toll, keine Munition mehr. Warte mal gucken, ob es auch klappt mit normalen Gegenständen vom Gegner. Ne. Definitiv nicht. Also es müssen normale Gegenstände sein, nicht vom Gegner gebaut. Sollen wir mal gucken, ob wir Dings wegkriegen? Ob wir die Vorräte wegsaugen können. Was aber ich euch auf gar keinen Fall empfehlen kann, ist, ne, das geht nicht, ist, wenn ihr damit mit dem Saugfunktion dem Gegner Schaden zufügen wollt. Tut es einfach nicht. Ich kann euch sagen, es macht genau einen Schaden. So wie ich quasi jetzt hier den Sauger benutze, warte, so. In dem Takt, also immer, hallo, 1, 1, 1, ah, hier kommt schon einer. Ich zeig's euch mal gerade. Die Leute wollen sich aber auch nicht einfach mal testen lassen, ne? Aber er macht wirklich nur Einser-Ticks und das nicht gerade schnell. Warte mal, ist da einer? Warte mal, guck, den kriegen wir jetzt. Achtung. Und? Oh, diese Kleiterei, gell? Kann man sich nicht wie ein COD schneller fallen lassen? Da, seht ihr, nur Einser-Ticks. 1, 1, 1, 1. Also damit braucht ihr wirklich nicht versuchen, irgendwelche Kills zu machen. Lol, 75. Aber die Reichweite davon ist ziemlich großhändig. Also der Radius von Blumen in etwa. Ach, etwa. Guck mal, wir sind im Gruppenkeil. Warum baut er sich ein? Eieieiei. Gucken. Ah, ne, das war zu weit weg. So, ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Wenn ihr Schaden machen müsst, geht auf jeden Fall in Gruppenkeile rein. Dann ist das Ganze easy, selbst wenn es Kills sind auch. Und ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen weiterhelfen. Und in dem Sinne, euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein. Wenn ich meine Maus finden würde, würde ich auch das Video beenden. So, jetzt habe ich sie gefunden. Also, haut rein.